Hallo ihr Lieben, ich möchte heute einen kleinen Haul zeigen und zwar war ich bei Teddy und im Kick und habe so ein paar Sachen gekauft und die zeige ich euch mal. Ich fange mal an mit dem größten hier, die fand ich so süß, so eine Keksdose, die hat 2 Euro, glaube ich, gekostet. Ich habe den Zettel schon abgemacht. Ja, und da passt auch ganz gut was rein. Also die ist relativ groß, war nicht die Größe, die da war. Da gab es noch größere, aber die war mir zu groß. Also in so eine Dose, da wüsste ich jetzt nicht, so viel Kekse backe ich dann doch wieder nicht. Ist ja nicht die einzige Dose, die ich habe. Aber ich fand sie sehr süß und deswegen habe ich sie einmal mitgenommen. Ja, voll unspektakulär für meinen Hund. Ein bisschen was zum Knabbern, wenn ich nicht zu Hause bin, dass er ja nicht auf die Idee kommt, irgendwas anderes anzuknabbern, dann, damit er ein bisschen was zu tun hat. Dann habe ich Luftpolsterfolien gekauft. Folien, Quatsch. Solche Packungen hier, also das sind Umschläge. 2 Stück, Luftpolstertaschen, genau. Und ja, die werde ich zu Weihnachten verschenken. 1,75 Euro kosten die 2 Stück, fand ich ganz süß. Dann habe ich hier solche Wichtelkerzen. Ja, eigentlich brauche ich davon eine, weil ich damit was vorhabe, genau wie auch mit diesen Teilen hier. Achso, die haben übrigens 2,50 Euro gekostet. Ein paar etwas größere Glöckchen in so einem Champagner-Farbton und in Silber. Und die haben 1,50 Euro gekostet. 20 Stück sind drin. Und dann hier noch diese Farbe, finde ich total schön. Diese Weihnachtskugeln. 1,50 Euro und 12 Stück drin. Ja, mit den Sachen habe ich was vor. Und dazu gehört auch noch dieses Teilchen hier. Das hat 5 Euro gekostet und das werde ich auch dafür verwenden. Das hat nur 1 Euro gekostet. Ich pack das hier gleich mal rein. Und eine Sache fehlt noch, die ich dazu verwenden will und das ist hier dieses ja, Treibholz oder diese Holzstücken, die dann einfach nur mit so einem, so einer Glitzerfarbe oder Perlmutfarbe angemalt wurden. 1,50 Euro, 600 Milliliter. Ja, ist ja keine Flüssigkeit eigentlich, aber dann wie Schüttraummeter sozusagen. Ja, wer Kaminholz schon mal gekauft hat, der weiß, was ich meine. So, dann habe ich mir hier so eine gemischte Packung gekauft. Die hat 3 Euro gekostet. Und hier sind viele coole Sachen drin. Und da habe ich mir gedacht, mit diesen ganzen verschiedenen Sachen, die hier drin sind, das kann ich bestimmt richtig gut für meine Mixed-Media-Projekte nutzen, die ich demnächst jetzt anfangen möchte, wenn denn meine andere Bestellung hoffentlich bald kommt. Ja, irgendwie ist das mit der Post im Moment ganz komisch. Also ich bin nicht die Einzige, bei der irgendwie Sachen gerade nicht so ankommen, wie sie ankommen sollten. Achso, seht ihr, ich habe jetzt, glaube ich, doch, ich habe alles jetzt, glaube ich, bisher nur von Teddy gezeigt, genau. Nicht, dass ich jetzt hier durcheinander komme. Ich glaube, ich zeige erstmal nur die Teddy-Sachen. So, dann habe ich mir hier nochmal so ein paar Tüten geholt. Ich weiß nicht, ob die beim Action günstiger sind oder nicht. War mir jetzt auch egal. Ich war nicht mehr sicher, ob ich noch genug habe. 1,25 Euro und hier sind 50 Tüten drin für Karten. Dann hier diese süßen Tütchen oder Brottüten, Kekstüten. 1,25 Euro für 25 Stück. Ja, und die fand ich auch so süß. Die passten auch irgendwie zu ihrer Keksdose. Dann 75 Cent habe ich hier so ein Holzteilchen. Ja, auch wie gesagt für Mixed Media gedacht. Gut. Ja, ich muss jetzt erstmal hier durchsuchen. 1 Euro habe ich hier 3 solche kleinen Glasfläschchen. Mal gucken, was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe so eine Glasfläschchen gar nicht. Und ja, die kann man ja immer mal gebrauchen. Zur Not für eine Tauschpost, um irgendwas reinzufüllen. Auch wunderbar. So, was war denn noch von Teddy? Die waren auch noch von Teddy. Und zwar sind das eigentlich solche Kuchenunterleger.
Ja, und ihr dürft raten, auch die sollen für Mixed Media sein. Und zwar einmal mit Herz und einmal die. Ich glaube, die Herzen habe ich sogar zweimal mitgenommen. Einen Moment, ja. Genau, die Herzen habe ich mir zweimal mitgenommen. Ja, und die kosteten jetzt jeweils 50 Cent, so eine Packung. Da sind immer 12 Stück drin. Dachte ich, kann man jetzt nicht so wirklich viel verkehrt machen. Was war noch? Das war hier schon von Kick. Das auch. Ah ja. Diese hier war auch von Teddy. Und zwar wieder eine Modelliermasse, lufttrocknend, weiß. Also ich nehme stark an, das wird theoretisch das gleiche Zeug sein, was ich auch im Action gekauft habe. Gekostet hat das 1,99 Euro. Ich werde das jetzt einfach ausprobieren. Ich glaube nicht, dass da so ein Riesenunterschied ist, weil meine andere Modelliermasse habe ich ja fast aufgebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das hat mir Spaß gemacht und da kann man coole Sachen mitmachen und die verbraucht man ja auch immer wieder. Und deswegen kam noch eine Packung mit und das sind hier auch wieder 500 Gramm. Dann diese Eulenduftöllampe. Und ja, die habe ich mitgenommen. Die gehört auch mit zu diesem Set hier. Was ich damit vorhabe, werdet ihr aber erst in der Adventszeit sehen. Das kann ich schon mal verraten. Achso, und das Äulchen hat 1 Euro gekostet übrigens. So, ich glaube, das war es jetzt aber von Teddy. Ich glaube, das hier war schon von Kick, oder? So, bei den beiden Sachen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das hier jetzt, also hier war es auf jeden Fall Kick, weil sonst würde hier dieser Aufkleber von Teddy sein. Das ist dann auf jeden Fall von Kick schon gewesen. Und das hat gekostet 1,59 Euro. Ja, eine Faultiertasse. Ich konnte nicht anders. Ich konnte sie einfach nicht stehen lassen. Ich habe es einfach mit diesen Viechern im Moment, ne? Also ich, ja, mal gucken, wie lange das anhält. Aber die haben es mir wirklich angetan. Ja, und dann solche Servietten. Eat, Sleep and Repeat. Also essen, schlafen und nochmal von vorn. Genau, don't hurry, be happy, also sei nicht so, ne, nervös oder beschäftigt, aufgeregt. Ja, bleib relaxed oder bleib glücklich, fröhlich, irgendwie so. Ja, fand ich total süß und mussten unbedingt mit. Wie gesagt, ich bin nicht mehr sicher, von wo die waren. Die haben aber auf jeden Fall 1 Euro gekostet und die hier 1,59 Euro. So. Und das hier habe ich gefunden in dieser Kram- und Wühlkiste bei Kick. Das hat mir ursprünglich 2 Euro gekostet. Ich habe jetzt nur noch 50 Cent bezahlt. Und eigentlich sind das ja solche Untersetzer für Gläser. Also wenn man dann was trinkt oder so. Dass wenn man so einen Glastisch hat, dass es nicht zerkratzt und solche Sachen. Aber ich glaube, ich werde die zweckentfremden. Und zwar auch für die Mixed-Media-Geschichten. Keine Ahnung. Irgendwann, irgendwie, denke ich, kann man da bestimmt was Cooles draus machen. Dann habe ich hier solche Buchstaben mitgenommen. Die kosten 1,99 Euro. Ja, sowas kann man sowieso für alles Mögliche immer gebrauchen. Und weihnachtstechnisch hier nochmal ein paar Schneeflocken für 1 Euro. Hier sind 20 Stück drin und hier weiß ich gar nicht, 208 Teile. Dann habe ich diese Teile hier gefunden und die fand ich auch total schön. Die sind hier holographisch, sind halt immer solche klebenden, also selbstklebenden Stränge. Ja, und alle drei Farben sind meine Farben, das sind die Burner-Farben. Also hier sind irgendwie beide Farben von meinen Lieblingsfarben vereint. Und ja, die beiden Farben, das ist halt einfach der Knaller, ne? Ja, und da kostet eine Packung je 1 Euro. Und die gab es auch nicht mehr. Also es gab noch einmal so ein Orange von denen. Und mehr waren da nicht mehr von da. Das Orange hat mir nicht gefallen, aber die mussten mit.
Und hier ein allerletztes, und zwar auch für 1 Euro. Und das kann ich auch direkt gleich mal aufmachen, wenn ich es aufkriegen würde. Das war jetzt schwerer als erwartet. Zack. Und zwar sind das hier solche Spachtel. Und die habe ich mitgenommen, einmal für die Modelliermasse, aber auch für meinen Plotter, wenn ich nämlich Sachen dann auf eine Transferfolie übertrage. Dann hatte ich heute das Problem, dass ich das nicht festdrücken konnte. Und dann habe ich die vorhin für 1 Euro gesehen und habe die mitgenommen. Und da hat man halt 4 Stück in verschiedenen Größen. Ja, fand ich super praktisch. Ja, ihr Lieben, das war es tatsächlich schon. Mehr habe ich heute gar nicht gekauft. Und ja, muss ja auch nicht immer so viel sein. Ich hoffe, euch hat der Haul ein bisschen gefallen und ich sage tschüss, bis bald. Ja, jetzt wollte ich gerade schon tschüss sagen, aber da fällt mir noch ein, ich habe ja noch von Ali Express Sachen, die ich zeigen wollte, und von Doreen Beats. Und es ist gerade noch der Postbote gekommen. Mein Mann hat mir gerade noch ein Päckchen reingebracht. Und ja, da ist auch noch was drin, was ich bestellt habe. Und das möchte ich euch jetzt auch noch im Anschluss gleich mitzeigen. Ich fange mal mit Ali an. Und von Ali habe ich mir hier so ein paar kleine Sticker besorgt. Und zwar mache ich die jetzt mal raus, weil auf dem kleinen Bild könnt ihr das nicht wirklich sehen. Sind hier verschiedene Pinguine. Ja, die wiederholen sich dann ja immer wieder, ne? Aber so ein paar verschiedene sind hier schon dabei. Zack. Oh, mein Hund ist hier gerade schon wieder am Grunzen. Oh, hier habe ich einen doppelt gemoppelt. So. Ich glaube, jetzt habe ich gleich alle. Na, komm her hier. Den noch und den habe ich schon, genau. Ja, das sind einmal diese hier. Die gibt es da alle. Finde ich ganz süß. Halt süß gemalt. Ja. Das waren die. Mal gucken, ob ich die da nachher wieder reingefummelt kriege oder ob ich die einfach alle in so eine große Packung packe. Ach, die passen hier besser zu den Pinguinen vom Style her. Und zwar sind das Häschen, Igel und sowas. Diese. Ich habe davon auch schon welche benutzt. Also die liegen hier schon ein bisschen länger. Ich wollte nur ein bisschen sammeln, bevor ich jetzt hier einen Haul davon mache, damit sich das auch wirklich lohnt. Wenn das immer Quatsch von so 3-4 Teilen da dann ein ganzes Video zu drehen. So, die sind hier doppelt. Den hatte ich hier irgendwie auch schon. Ja. Genau, ja, das waren jetzt hier alles nur noch doppelte, jawohl, das sind sie. Ja, super, super niedlich, die musste ich auf jeden Fall haben, vor allem diese süßen Waldtiere. Also, ja, auf die Vögelchen hier hätte ich jetzt vielleicht verzichten können und auf den Bären. Ich finde, der Bär passt irgendwie auch gar nicht rein, aber egal, wo, der ist auch ganz witzig. Sind halt alle wirklich süß gezeichnet, deswegen mussten auch diese mit, so. Dann auch wieder passend zum Wald. So, die hatte ich noch nicht auf, wie man sieht. Die lassen sich auf einmal seitlich öffnen. Okay. Und hier sind dann so lauter Pilze und Sträucher, Kürbisse, Steinpilze. Dieses Gewächs, von dem ich immer noch nicht weiß, wie es heißt. Hier so ein kleines Sträußchen, ein Blatt, noch ein anderer Pilz. Hier verschiedene Tannenzapfen, ein paar Zweige, noch mehr Pilze. Maronen, Eicheln, das hier könnte, ach, wie heißen die denn? Wir haben die früher mal genommen, weil wir Juckpulver daraus machen wollten, wo diese kleinen Wildrosen immer dran sind. Gibt es auch einen Tee von, Mensch, sag mal, warum komme ich denn da jetzt nicht drauf? Okay, ist mir entfallen. Ihr wisst bestimmt Hagebutten, jetzt habe ich es wieder. Jawohl, oh mein Gott. Ja, hier noch so kleine Bärchenzweige und hier auch. Ja, und die fand ich auch super süß.
Und die mussten auch unbedingt mit. So. Schwuppi. Und dann davon noch eine Packung. Das ist dann aber auch davon jetzt die letzte. Und die fand ich auch ganz witzig. Für Post und so. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir so eine Kiste bestelle mit Wachs und diesen Stempeln. Da habe ich gedacht, ach, ob ich die so oft verwende. Und dann habe ich die Aufkleber gesehen, habe ich gedacht, ach komm, die nimmst du aber. Wobei natürlich so ein richtiger Wachsstempel cooler wäre. Ich werde mir das bestimmt auch irgendwann noch bestellen, aber ja, diesmal halt nicht. So, und da sind dann diese verschiedenen hier drin. Und es ist witzig, dass man manchmal so Farben sieht und dann schon an eine bestimmte Person denkt. Also diese hier jetzt zum Beispiel, da dieses Rot, da musste ich gleich an eine Person denken, mit der ich in letzter Zeit ziemlich viel schreibe. Und die wird sich wahrscheinlich auch gleich angesprochen fühlen. Wir letztens auch irgendwie noch über das Rot diskutiert haben. Also das Rot würde ihr nicht gefallen, das aber schon. Ich glaube, die drei, ja, und das wäre, glaube ich, schon wieder viel zu dunkel. Ja, witzig, ne? Dass man bei Farben dann so an eine Person denkt. Und wenn ich mir alles zusammen angucke, dann denke ich an das Fruchteis, weil die mag es ja so bunt, ne? Genau, ja. Mal so am Rand. Okay, ja, also finde ich ganz süß auf jeden Fall. Hinten auf dem Briefchen dann noch so mit draufgeklebt, einfach als zum Zumachen sozusagen. Als Siegel. Zack, so. Das war das. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe das hier alles so verstaut an der Seite. Ich fand es auch ganz witzig, als ich von Miss Fruchteis gestern oder vorgestern den Haul gesehen habe, habe ich gedacht, witzig, ein paar Sachen hatte ich auch da, also die gleichen bestellt und auch an sie gedacht, komischerweise, also bei einem auf jeden Fall. Ja, hier weiß ich gar nicht, ob ich das hätte auseinanderbrechen müssen oder ob das eigentlich zusammengehört, weil das ist hier vorne einmal so ein Friedhof und da hinten halt eben auch so ein Eingang. Und ja, ihr wisst, eigentlich ist das überhaupt nicht mein Ding, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr so ein bisschen mehr mit Halloween, also hat mir das mehr so im Kopf rumgespukt und deswegen habe ich mir das einmal bestellt. So, dann habe ich hier solche, ja, eigentlich sind das Sticky Notes, würde ich sagen. Ja, genau, Sticky Notes. Die fand ich aber so cool, weil die irgendwie aussehen wie so Tickets oder so. So Mini-Eintrittskarten oder irgendwie sowas. Ja, fand ich total lustig und musste ich auf jeden Fall haben. Ich guck jetzt gerade mal, ich hole mal hier das Tütchen von Doreen Beats. Da habe ich nämlich auch noch Sachen reingetan vom... Genau, so, das andere war jetzt alles Doreen Beats und das hier ist noch alles. Ich guck mal gerade. Hier jetzt schnell so ein Zewa. Ups, das war nicht geplant. Ja, das kommt, wenn man immer alles so hektisch macht, ne? So, ich glaube, jetzt könnt ihr die Stempel besser erkennen. Und zwar habe ich einmal diesen Stempel hier mitgenommen und zwar einfach nicht wegen diesen Sprüchen, sondern weil mir die Tiere so gut gefallen haben. Und so ein kleines süßes Geschenkchen und Luftballon, naja, und hier noch so ein Schleifchen. Also das kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen, denke ich. Der ist noch zu, ihr werdet gleich sehen, ich habe einige schon benutzt. Zum Beispiel diesen hier habe ich schon benutzt. Ja, und den fand ich sowas von süß. Dieses süße kleine Rentier. Dann habe ich diesen Engel hier auch schon benutzt. Ja, den hier, den hat sich Miss Fruchteis auch bestellt. Den mit den mega süßen Mäuschen. Und da habe ich wirklich, als ich den bestellt habe, auch an sie gedacht. Ich habe gedacht, na, ob sie den wohl auch hat. Und nein, sie hatte ihn noch nicht. Sie hat ihn sich bestellt. So, dann diesen hier. Und da fand ich auch den Spruch ganz cool. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle etwas Magisches in uns haben. Ja, fand ich total witzig. Und deswegen habe ich den auch einmal mitgenommen. Genau. Ja, nochmal, den habe ich irgendwie versehentlich doppelt, beziehungsweise habe ich nicht gewusst, dass das hier ein Set ist. Und ich habe gedacht, das wäre einmal nur das Die und einmal nur der Stempel. Und eigentlich war es aber einmal nur der Stempel und einmal als Set. Und dadurch habe ich das jetzt doppelt. Also der wird garantiert in irgendeine Post mal wandern. Vielleicht als Dankeschön oder so, mal gucken.
Ja, und dann diese Sprüche, und auch die habe ich bei Miss Fruchteis, also den hier, glaube ich, habe ich bei Miss Fruchteis auf jeden Fall schon mal gesehen. Und ich finde den einfach zu geil, ne? Also den hier genauso, aber der ist wirklich sowas von zu mir passend. not your ernst. Genau, der ist auch richtig cool. Oh, habe ich zu laut mit den Augen gerollt? Sorry, bin beschäftigt. Dann Sternzeichen, kein Bock. Zuckerbrot ist gerade alle. Braucht den Tag noch jemand oder kann der weg? Herzlich willkommen im falschen Film. Finger weg. Ich habe es dir doch gesagt. Liebe Grüße, deine Intuition. Also einfach nur köstlich, diese Sprüche. Jeder Tag ist ein Geschenk, aber manche sind echt hässlich verpackt. Und diesen Spruch, der ist gut, aber ich mag den überhaupt nicht, weil wir haben eine Karte. Mein Mann kauft manchmal so Grußkarten, die so lustige Sprüche haben. Und diese Karte mit genau diesem Spruch lag bei uns in der Küche auf dem Tisch an dem Tag, als unser Sohn gestorben ist. Und wenn ich den Spruch lese, dann wird mir ganz anders, weil da standen wir beide völlig geschockt noch am Tisch und haben dann diesen Spruch auf dieser Karte gelesen. Da haben wir gedacht, mein Gott, wie hässlich oder wie scheiße können manche Tage wirklich verpackt sein. Also der ist echt, wenn man das mit so einer Situation verknüpft, dann ist der heftig. Ja, weil hässlich verpackte Tage können auch ganz schön schmerzhaft sein. Okay, mal so viel dazu. Das hier kann ich nicht aussprechen. Im Moment gerade auch nicht. Ich muss mal kurz durchatmen. So, ich habe mich wieder. Ich weiß es doch auch nicht. Heute schon dreimal sehr gut mit Kritik umgegangen. Noch einmal und ich raste aus. Ja, finde ich auch richtig gut. Zu kalt, zu früh, zu Montag. Ja, sind wir mal ehrlich, ich bin zu Hause, ich gehe nicht arbeiten und für mich ist jeder Tag Montag, also für mich ist auch jeden Tag Sonntag. Also ich kann mir meine Zeit halt einteilen, wie ich das möchte, und deswegen ist das mit dem Montag jetzt für mich nichts, aber mit dem zu kalt und zu früh, das kenne ich. Genau, ja, den finde ich super genial. Dann der hier, den finde ich auch sowas von gut. Hauptsache haben. Das musste ich einfach haben. Prime sei Dank. Shopping Queen, ja, ist jetzt nicht so. Läuft bei mir. Mit dem Postboten bin ich per Du. Auspacken, anschauen, ausflippen. Und dann hier so ein Paketchen. Das kann man ja auch immer gut gebrauchen. Paket. Haben ist besser als brauchen. Ich könnte mit dem Shoppen aufhören, aber aufgeben ist nicht so mein Ding. Ja. Finde ich auch sehr gut. Und hier oben haben wir noch einen. Online-Shoppen ist kein Shoppen, sondern nur klicken. Naja. Und dann Hashtag haben will, finde ich auch richtig cool. Ja, der musste dringend mit. Ganz dringend. So, und das war's auch schon. Ich gucke noch mal ganz kurz. Genau, das war's mit Ali. Und dann kommt Doreen Beats. Und ich kipp das hier jetzt erstmal einmal aus. Und bei Doreen Beats sind es nicht so viele Tüten, aber ein bisschen was schon. So, und zwar habe ich hier als erstes, das habe ich mir zweimal bestellt. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie im Angebot war oder so. Das ist halt einfach, habe ich einfach so bestellt. Und zwar kann man sich dort ein Portemonnaie selbst nähen. Und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr, wird das hier einfach nur zusammengepresst? Oder muss man hier durch das festnähen? Oder hat man die Möglichkeit, beides zu machen? Also muss ich mir ehrlich gesagt noch mal ein Video irgendwie zu angucken, wo das jemand verwendet hat. Ich fand die einfach nur cool, habe die gesehen, fand die cool und habe gedacht, haben. Und warum nur einmal, wenn ich sie zweimal haben kann? Ja, wie gesagt, dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung warum, habe ich es total mit Halloween gehabt und habe hier echt nur Halloween-Sachen drin, die jetzt natürlich auch zu spät sind. Aber hier habe ich so eine gemischte Tüte mit lauter Sachen, die eigentlich überhaupt nicht mein Ding sind. Also lauter Totenköpfe, Geister gehen ja noch. Aber hier so Totenköpfe ist eigentlich überhaupt nicht meins.
Aber ich dachte mir, für Post und so und an Halloween-Geschenken mit dran, da braucht man sowas einfach mal. Und deswegen habe ich mir die Sachen hier bestellt. Genau, das ist einmal hier so dieses Set. Ja. Ich schiebe das jetzt einfach nur an die Seite, dass das hier alles nicht so lange dauert. Das hier ist, glaube ich, immer das Gleiche. Also bei den ganzen Sachen hier jetzt. So, dann diese Spinnen. Die hatte ich schon öfter mal gesehen und fand die eigentlich cool. Und weil ich Spinnen ja eigentlich hasse, ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste an Spinne, was ich mal auf die Hand nehmen würde. Also lebendig und mit Haaren und so, bloß nicht. Aber hier sind, ach so, die Bestellnummern sollte ich euch vielleicht mal zeigen. Genau, das wäre einmal diese hier. B67092 für alle, die es nicht lesen können. Ich weiß auch nicht immer bei der Kamera, ob die das so gut erfassen kann. Dann, das war diese gemischte Tüte mit den Totenköpfen B03261. Und die Spinnen sind B00908042. Ja, und hier sind drin 30 Stück. Dann hier solche Herzen und die kann man auch gut fürs Mixed Media benutzen. Natürlich die anderen Sachen auch, warum auch nicht, ne? Und die sehen immer so aus. Das sind immer so zwei Herzen ineinander, ein großes und ein kleines. Mama und Tochter zum Beispiel. Und hier sind drin 20 Stück und die Bestellnummer lautet B010 3352. Und nochmal Totenköpfe, aber diesmal alles die gleichen. Und das sind diese welche. Und hier sind drin, sage ich euch gleich, 30 Stück. Und die Bestellnummer lautet B008303. Und hier haben wir noch den Sensenmann. Und der Kollege sieht dann so aus. Ich frage mich nur, warum der einen Heiligenschein auf dem Kopf hat, aber na gut. Und hier sind drin 10 Stück. Und die Bestellnummer ist B008301212. Und dann habe ich hier noch eine kleine Tüte mit ganz süßen kleinen Cabochons. Na, komm mal raus hier. So, sind die offen? Jawohl, sind sie. Na, kommt mal alle raus. Oh, da klemmt noch eine fest. Die möchte nicht so jetzt. Ja, und zwar selbstklebende, wenn ich das richtig, sind das selbstklebende? Jetzt muss ich testen, nicht, dass ich lüge. Nein, das ist nur das Papier, was hinterklebt und nicht selbstklebend. Und hier sind lauter süße kleine Eulchen. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie groß die sind. Die sind mini klein. Und hier ist sogar eine doppelt und nee, zwei sind doppelt und die anderen sind aber nur einmal drin. Und die zeige ich euch einmal. Ja, herzallerliebst, also mega, mega süß. Kleine Eulchen mag ich ja wirklich gerne. Und hier sind drin 10 Stück und die Bestellnummer ist B78508. Ich hoffe, die waren in dieser Tüte. Ja, waren sie. Genau. Ja, ihr Lieben, das war Doreen Beats und AliExpress. Und jetzt kommt noch eine richtig coole Sache. Das Beste kommt immer zum Schluss. Und zwar von Kreativcorner habe ich mir etwas bestellt für, ja, ganz genau, für, wo ist der Öffner? Da, Mixed Media. Und hier oben, ich habe es schon aufgemacht und habe schon reingeschielt. Das ist nämlich ganz witzig. Das sind nämlich zwei Kartons, weil dieses Ding hier nicht in eins gepasst hat und da haben sie zwei so eine Pizzakartons genommen.
Das ist fast schade, dass da Löcher drin sind, weil die hätte man echt noch mal cool verwenden können. Aber vielleicht klebe ich das einfach nur zu und benutze das trotzdem. Also einmal ist hier auf jeden Fall schon mal so ein Dankeschön drin mit zwei solchen Holzteilchen und handgeschrieben vielen Dank. Das finde ich schon mal echt cool. Und natürlich einer Visitenkarte, wo man diesen Shop finden kann. So. Und ach, hier sind sogar mehrere Teilchen drin, nicht nur zwei. Also einmal hier dieses. Und ich glaube, da muss man aber diese kleinen Dinger, die muss man rausdrücken mit so einem Piekser, ne? Ja, ganz süß. Dann dieses hier mit dem Love. Und diese wunderschöne Rose. Und das Blättchen, das ist hier leider abgegangen, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann klebt man sich wieder dazu oder ja. Gibt es einzeln hin. Dann habe ich die Modeling-Paste, also quasi eine Strukturpaste. Und die werde ich dann auch gleich demnächst mal ausprobieren. So, erstmal gucken, wie ich es aufkriege. Zack. Oh je. Ja, sowas ist immer so ein Geschmatter, ne? Plupp. Oh, das hängt aber ganz schön hier oben dran. Guck mal einer an. Ja, das werde ich gar nicht so dolle aufmachen. Ich wollte nur mal gucken, wie zähflüssig das eigentlich ist, weil ich habe mit dieser Paste hier noch gar keine Erfahrung. Ah ja, okay. Ja, hat so ein bisschen die Konsistenz von Zahnpasta, würde ich sagen. Ja, und werde ich auch gleich wieder zumachen, weil die ist natürlich lufttrocknend. Ich weiß nicht, wie schnell das trocknet. Da werde ich nachher mal lesen. Also ich habe in Videos gesehen, wo Leute Mixed Media machen, dass die das mit dem Föhn dann kurz angetrocknet haben. Und ja, dass das dann relativ schnell trocken war. Ich weiß aber nicht, ob die die Videos geschnitten haben, ehrlich gesagt. Deswegen kann natürlich sein, dass das schnell ging. Kann auch sein, dass es länger dauert. Das werde ich ausprobieren. Ja, das ist eben, um Struktur zu schaffen. Und dann kommt die erste Pizzaschachtel schon mal weg. Und hier unten ist dann noch so ein schön verpacktes Tütchen mit Seidenpapier. Da werde ich jetzt gucken, dass ich das so vorsichtig wie möglich aufmache, damit ich das Papier vielleicht nochmal benutzen kann, weil ich auch die Farbe echt schön finde. Ja, und solche Shops, ne, die liebe ich ja, ne? Also wenn die schon beim Verpacken ihrer Ware so auf Wert legen. Also Respekt. Ja, und hier noch ein schöner Aufkleber mit, ich lese es gleich mal, vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, auch total schön. Klebe ich mir hier unten mal mit auf die Kiste drauf. Und hier sind die restlichen Sachen drin, die ich noch bestellt habe. Das waren alles so Kleinkramsachen noch. Und zwar einmal hier so ein Spinnennetz, immer noch angehaucht von Halloween. Dann dieses hier, und das sieht eigentlich aus wie so ein Tor oder so ein Fenster. So. Ja, wie so ein großes Tor, fand ich auch total schön. Dann hier so einen kleinen Sternenhimmel. Hier ein paar Kleinteile. Und das hier, ich liebe dieses Muster, ne? Das hat es mir so angetan. Ja, und hier so ein kleines Zaunelement, eine Uhr, eine Lampe und so ein paar andere Elemente noch. Finde ich sehr schön. Dann hier so einen kleinen Hintergrund. Und hier wieder nochmal solche Waben. Und zwar, gucke ich gleich mal, sind hier nämlich verschiedene Größen drin. So, haben wir einmal das und einmal das. Einmal in groß und einmal in klein. Ja, und auch total schön. Ja, und was soll ich euch sagen? Ich habe in dem Shop schon wieder eine neue Einkaufsliste. Also, ja, also macht euch drauf gefasst, dass es demnächst ein bisschen Mixed-Media-Sachen bei mir zu sehen geben wird, weil das tut es mir jetzt immer mehr an und das juckt mir total in den Fingern, da mal was auszuprobieren. Und jetzt so langsam habe ich ja auch ein paar Sachen. Und da werde ich jetzt die Tage auf jeden Fall mal ein bisschen was probieren.
Ich habe zwar noch nicht die richtig coolen Farben, die es in dem Shop hier zum Beispiel gibt, aber ich habe ja meine Acrylfarben und damit geht das ja auch. Deswegen, das kommt auf jeden Fall die Tage. Ja, und das schöne Seidenpapier hier, das werde ich auf jeden Fall, kann ich das auch ohne Probleme für meine Mixed-Media-Sachen benutzen. Also zum nochmal irgendwas einpacken wird es wohl nicht reichen, wobei das könnte ich hier ausschneiden. Das ist heile geblieben. Ja, sehr schön. Genau. Ja, wir sind so, wir Bastler, ne? Wir können nichts wegwerfen. Es ist so schlimm, es ist so schlimm. Man hortet und hortet und an allen Ecken hat man was liegen und trotzdem kann man wieder nichts wegschmeißen. So sind wir eben. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt aber wirklich mit meinem Haul. Ich verabschiede mich nochmal und dieses Mal auch wirklich. Ich sage, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.